Das Pfingstfest in Rechnitz erstreckte sich über 3 Tage und bot ein vielfältiges Programm für Jung und Alt. Der Auftakt des Festes war am Freitag mit einem spannenden Fußballmeisterschaftsspiel und den Nachwuchsspielen am Samstag, über die auch BKF berichtet hat. Trotz des sportlichen Highlights am Freitag war der Platz auch am Sonntag noch gut besucht. Der Sonntag begann mit einem Frühschoppen im Festzelt, begleitet von Live-Musik, die für eine fröhliche Stimmung sorgte. Der Vergnügungspark zog zahlreiche Besucher an, wobei sowohl Kinder als auch Erwachsene die Fahrgeschäfte genossen. Ein weiteres Highlight des Sonntags war der Copa del Pentecostes-Bewerb, der am Fußballplatz stattfand und viele Zuschauer anlockte. Insgesamt war das Pfingstfest in Rechnitz ein voller Erfolg und bot Unterhaltung für die ganze Familie.